Diese Diashow zeigt die Bilder meiner ersten Reise 1978 in die Sowjetunion. Das erste Bild zeigt Ljuba, unsere Reiseleiterin. Sie erwartete uns in Moskau auf dem Flughafen und war die ganze Reise über bei uns bis zurück nach Moskau bei unserer Abfahrt. Die nächsten Bilder sind Aufnahmen aus Moskau. In der nächsten Aufnahme sieht man die Vasilius-Kathedrale und auf den nächsten drei Bildern werden die goldenen Dächer vom Kreml angezeigt. Nach zwei Tagen in Moskau geht die Fahrt nun weiter, und zwar mit der Transsibirischen Eisenbahn. Den Zug sieht man auf dem ersten Bild. Und auf dem zweiten Bild sieht man das Innere eines Wagens mit dem Samowar und daneben steht Ljuba. Auf dem nächsten Bild ist der Herbst in Sibirien zu sehen. Und dann kommt ein Bild, in dem die ganze Reisegruppe mit einem Boot auf dem Ob in Novosibirsk fährt. Denn dort hatten wir einen Tag Zwischenstation gemacht. Auf dem nächsten Bild hält der Zug auf der freien Strecke und alle Leute steigen aus. Und als der Zug pfiff, stiegen alle wieder ein. Dann kommt noch einmal ein wunderschönes Bild vom Herbst in Sibirien. Nach fast 7 Tagen kommen wir nun nach Irkutsk am Baikalsee und zum Ende unserer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Auf dem ersten Bild sieht man den Baikalsee und auf dem nächsten eine kleine Kirche, die unweit seines Ufers steht. In Irkutsk gab es damals noch einige aus Holz gebauten Häuser, man sieht sie auf den nächsten zwei Bildern. Das letzte Bild von Irkutsk habe ich auf dem Markt gemacht und einige alte Frauen aufgenommen. Sie versuchen ihre karge Rente mit dem Verkauf von Tomaten, die sie von ihren Gärten geerntet hatten, aufzubessern. Nach dem Besuch in Irkutsk flogen wir mit einem Flugzeug nach Usbekistan. Zuerst besuchten wir die Stadt Taschkent. Auf dem nächsten Bild sieht man unser gebuchtes Hotel. Überall in der Stadt gibt es Springbrunnen. Man versucht damit eine Mini-Klimazone herzustellen. Einen dieser Brunnen zeigt das nächste Bild. Dann besuchten wir auch noch ein Museum, in dem machte ich die nächste Fotografie. Dann kommen noch zwei Bilder, die Menschen bei ihrer Arbeit zeigen. Zuerst einen Koch beim Kochen von Pila, ein Reisgericht und dann noch ein paar Musiker. Von Taschkent aus sind wir dann nach Buchara geflogen. Das war die Heimatstadt von unserer Reiseleiterin Ljuba. Darum sieht man sie auf dem nächsten Bild in einem Kleid mit typisch usbekischem Muster. Dann folgen zwei Bilder von alten Männern, einmal auf der Straße vor einem Getränkeausschank und dann in einem Café. Als nächstes sieht man das alte Stadttor von Buchara. Dann ein alleinstehendes Minarett und zuletzt eine Moschee mit Storchennest. Wir flogen dann weiter nach Samarkand. In dem Hotel, das man auf dem nächsten Bild sieht, haben wir gewohnt. Und die drei nächsten Bilder habe ich auf dem Registanplatz gemacht. Dort stehen drei Mätressen. Ulugbek, Sherdor und die Tilakori-Mätresse. Mätressen, auch Matrassa genannt, sind Koralschulen. Das erste Bild zeigt die Tilakori-Mätresse, das zweite Bild die Sherdor-Mätresse und das letzte noch einmal nur den Turm der Tilkori-Mätresse. Unser nächster Flug brachte uns nach Aserbaidschan in die Stadt Baku am Kaspischen Meer. Auf dem ersten Bild ist wieder einmal unser Hotel abgebildet. Auf dem nächsten sieht man den berühmten Jungfrauenturm von Baku. Dann hat man einen Blick auf das Kaspische Meer mit seinen Öltürmen und zuletzt sieht man junge Frauen beim Teppichknüpfen. Und weiter ging es mit dem Flugzeug. Wir landeten in der Stadt Erevan. Auf dem ersten Bild sieht man bei einem Blick über die Stadt im Hintergrund den Gipfel des Berges Ararat. Das zweite Bild zeigt die berühmte Radiostation Erevan. Warum berühmt? Wegen der Witze. Frage an Radio Erevan. Kann man mit Auto Trabant mit der Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde um die Ecke fahren? Antwort von Radio Erevan. Im Prinzip ja, aber nur einmal.
In Erevan waren wir wieder in der modernen Zeit angekommen. Auf den Straßen war viel Verkehr, was man auf dem nächsten Bild sieht. Dann folgt das Bild der Kathedrale von Echmiadzin, dem Sitz des Katholikos von Armenien. Und dann sieht man ein Felsenkloster und das letzte Bild zeigt den wieder aufgebauten griechischen Pagan-Gani-Tempel. Von Erevan ging es diesmal nicht mit dem Flugzeug weiter, sondern wir reisten mit einem Bus durch den Kaukasus nach Tiflis in Georgien. An einem Bergsee mitten im Gebirge hielten wir an, um in einer Gaststätte etwas zu trinken. Diesen See sieht man auf dem nächsten Bild. Dann habe ich die grandiose Serpentinenstraße aufgenommen, die uns in Wunder ins Tal nach Tiflis brachte. Nun folgt ein Blick auf Tiflis und zuletzt noch ein Bild der Sameba-Kathedrale. Hier endet unsere Reise durch die Sowjetunion. Mit dem Flugzeug ging es zurück nach Moskau und dann ab nach Frankfurt.